Hallo und willkommen zurück bei The Front. Heute haben wir einen Hafenraid, einmal einen Flughafenraid und eine extra lange Tour. Taming! Also, dranbleiben, bis gleich. Ohne müssen wir irgendwie vorne mal reinschauen, das heißt, wir donnern mal hier noch ein bisschen durch die Gegend. Und das ist dann, Ja. was wir alles haben, so ein bisschen Vorgeschichte. Genau. Eine Miete. Ey, Ach, was hier ist ist direkt. krassen Bau oder was? Hier, guck mal, weil hier. Ja. Cool. Ach ja, Öl. Cool. Wir sind nicht zum Farmen hier. Ach, schade eigentlich. Na, dann würde ich sagen, den Elite-Grenadier zuerst, oder? Nein, erst da oben den Scharfschützen. Warte mal, ich muss den erstmal sehen. Das sind ja auch diese Fliegeviecher, oder? Ja, die gibt's hier auch. Hat er visiert? Den Kap visiert. Oh ja, 3, 2, 1. Bumm! Nachladen. Den anderen, wa? Der, wen gehst du denn? Der ist erledigt. Da hinten ist ein Raketenidiot. 6000. Der liegt. Sehr schön. Ich hole den nächsten. Naja, ich sehe dich schlecht hier. Ja, die kommen dann zu uns. Der liegt. Vor den Perfekt. nächsten. Liegt. Sehr schön. Ich hole den ersten Luft. Und er fällt. Oh, die Sniper sind gut. Oh je. Hinter dem Bunker. Der kommt da gleich vorher ran. Liegt. Puh, er konnte nicht schießen. Ja, er hat nämlich anvisiert. Ich hab's gesehen. Er wollte gerade nachladen. So, ich hole die nächsten Rakete. Nachladen. Shit. Ja, alles gut, alles gut. Liegt. Liegt, genau. Alles klar. Der hat da bloß 1375 Punkte, alt gut. Oh. Wo ich sagen, Positionswechsel. Lass mal rübergehen. Strategischer Positionswechsel. Auf eine erhöhte Position, woanders hin. Maulgeier. Runter mit dir. JZB. Oder weiter, oder noch da unten, weiter oben. Auf jeden Fall stehen da ordentlich viele. Genau, lass mal zwei Positionen nehmen, genau. Wir können den ersten. Bumm. Hast du ihn? Ja, ich höre. Alles klar. Nachladen. Nachladen.
liegt. Liegt? Nachladen. Liegt. Junge, Junge, ja. Oh, der. Ja, der war der schnell. Der hat mich auf 200 runtergeschossen. Aber Medipack. Medipack regelt. Ja. Insgesamt sind 5 über der Basis. Okay, ich sehe zumindest ihn hier. Boing. Bei. Bei. Unten. Dein Scout hat schon Arbeit geleistet. Kommt da was, ja? Nee, ich bin, geh in den Nahkampf über. Also. Die einfachen lass bei mir. Die einfachen. Euer Kappa-Munition, alt gut. Ja, aber wichtig ist, dass du bei den Dicken hilfst. Mhm. Da muss man sich dann irgendwie auf den Bunker oben aufkommen, aufs Dach oder so. Dann kriegt man viel bessere Übersicht. Ja, dann komm erstmal her. Ja. Willst du gleich looten oder? Ah, warte, ich hab den, ich hab den Fliegetyp. Unten. Boom, Headshot, bitte Bene weg. Alter Falter, das waren 2 Schuss, die ich abgekriegt habe. Alter Falter, die Hälfte weg, war. Ja. Bin mal kurz so frei und hau mir mal ein Medipack rein. Sicher ist sicher. Alles klar. Du wolltest hier oben auf den Bunker, ne? Ja. Wäre auf den hohen nach Möglichkeit. Wenn ich da irgendwie hochkomme. Das ist halt gut, dass wir hier eine hohe Laufgeschwindigkeit haben. 2 Elite-Grenadiere. Nachladen. Liegt. Was sagt dein Leben? Nix, haben mich nicht getroffen. Okay, der nächste Flug, Heini, ist runter. Nächste Flug, Heini. Perfekt. Naja, ich kann ein bisschen ja doch hier mit rein, wa? Erstmal, ja, ja nicht anders. Naja, aber hier vorne der Bereich ist soweit sauber. Da wollen wir hoffen. Upp, da steht einer, das ist ein Grenadier. Ja, ja, das ist einer Elite-Grenadier mit einem Midi oder sowas. Warte, ich komm neben dich. Da rennen ja noch mehr rum. Können wir? Ja. Alles klar, nachladen. So, jetzt ist da noch ein Land, da ist noch ein weiterer Elite-Grenadier, gerade hinter den. Ja, für die Leute, die wissen gerade, mir fällt es gerade nicht ein. Hinter dem Container, genau. Na nö. Warte, von? Ach, da war jemand. Ach, nur eine blaue Pump. Ach so, na denn. Eine Spazierhund. Und der Vorgänger deiner. Aha. Ich hab übrigens jetzt den. Ach, ich hab jetzt den Bug, dass ich die Dinger nicht aufkriegt hält. Nein, das ist jetzt durch diese. Das ist kein Bug, das ist tatsächlich die erhöhte Lootgeschwindigkeit. Okay, also die Lootgeschwindigkeit ist dann definitiv buggy. Knips, Fahrkarte. Da, Grenadier. Oh. Achso, du meinst den, der gerade auf mich geschossen hat. Nachladen. Knips.
ich sehe, wie die Kugeln hier an mir vorbeifliegen, ne? Ach ja, warte, 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 bevor du irgendwas weitermachst. Nachladen. Oben auf dem Dach da hinten ist noch ein Sniper. Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Die Kugel hast du gefangen, das habe ich gehört. Da ist noch so ein Elite-Grenadier mit Raketenwerfer. Alter, was hat der denn für einen Raketenwerfer? Vielfach, ey. Ja, die Dinger hätte ich aber auch gerne. Nachladen? Oh, liegt ja schon. Naja. Naja, ist ja, durch den Dauerbeschuss von zwei Leuten ist natürlich. Ja, hier guck ich mal rein in die Kiste. Aha, Maschinenpistole, Flüsterer, Kampfhose, Stahlbogen, alles in Blau bloß. Och je, der war gierig, hast du gesehen? Da stand gieriger dran. Was macht er denn? Der ist hier gerade bei mir, sein Körper ist bis hierher von da aus. Okay. Oh. Ein scharfer Burger, miam miam. Mhm. Ich esse mal einen scharfen Burger. Ah. Ah, da ist noch so ein. Ah, hat ich merke, auf der hohen Entfernung, da musst du teilweise in die Luft eine Klintik vorhalten, wa? So, ja, wusste ich doch. Na, die hat ja schon ausgeknipst gehabt. Ja, hier in der, hier im Mittelgang steht noch einer. Okay, man sollte nachladen, wenn man schießen möchte. Ich wollte das gerade auf den Tank schießen. Ups. Ja, toll, der geht ja nicht hoch, der Tank. Mist. Das wär gewesen. Aha. Da war noch einer. Oh, Wodka mit geräucherten Lachs nehme ich mal wieder mit. Was zum Schluss zum Essen. Na, was gefunden? Äpfelchen. Na, das lief doch ganz gut. Ja, das lief sehr gut sogar. Und ja, drei Stück da hinten, oder? Nachladen? Ja, ich auch. Wo ist er denn? Er hat Knipse gemacht. Nachladen? Und umgefallen. Ah, die können hier kommen, ja schön weit hier laufen, alter Falter da. Oh, hier steht noch einer in der Dings verpackt. Jetzt zu stehen lassen, können die aber schön faul. Mal hinter dem Ding steht auch noch einer. Mal getroffen. Nachladen. Und er liegt. Ah, perfekt. So, dann würde ich mal sagen, wir kommen zu dem eigentlichen, zu dem Hauptloot. Ja? Hier, bei mir. Ach ja, die Kiste oder was, ne? Ja. Yippie, bin vorbeigesprungen. Was haben wir denn da schön? Ein gelber Wolframbogen. Oh ja, pack ich noch mal ein. Talentbücher und 100 Ether-Scherben-Virens. Also der Loot ist jetzt hier das Doppelte, ist glaube ich das Doppelte? Nee, warte mal, der einfache Loot, den hab ich auf einfach. Ja, den hast du wieder auf Nummer zurückgesetzt. Ja, ja. Luftraketenwerfer, cool. Also cool für ein Heli oder sowas. Für diejenigen, die schon einen haben.
Er liegt. Ja. Aber mal sehen, die haben immer ganz gut dabei gehört. Ach naja, Wolfram Verbund. Hat Talentbücher. Ach ja, Talentbücher ist so eine Sache, das kriegt man bei normalen Loot mit normalen Sachen so gut wie nie voll, wa? Also das ist ja Wahnsinn. Nee. Da kann man hier 20 oder 30 PvE-Basen raiden. Und dann hat man vielleicht einen halben Baum voll oder so, wenn das mal reicht. Ja, gegen Ende ist es halt recht schwierig. Da gucke ich mir nach die anderen Dings hier an. Dadurch wollte ich sagen, da können wir uns ja eigentlich direkt diese Panzerfraktion heute sparen, weil das ist ja hier sowieso ein bisschen kontraproduktiv, gerade hier drinnen, ne? Ja. Ey! Weil die Basis ist auch leer. Ja, jetzt ist er leer. Ah, oh, 6 Talentbücher dabei gehabt. Die Schribbe eben. Die Oh, werden eine mitgenommen. hochexplosive Granate für ein Fahrzeug hat die dabei. Und eine Schrotpatrone für meine Wenigkeit. Cool. Ja, da hätte ich ja gesagt, lass mal noch eine andere Position wählen. Flugplatz oder sowas. Da würde ich sagen, flatter mal da mal kurz rüber, dann mache ich da einen Schnitt hier an der Stelle. Wenn wir hier alles haben, aus den ganzen, ja, ich sag mal, kleinen Sachen, kleinen Gebäuden. Durchschusspanzer. Standard-Panzerabwehrrakete nehme ich mal mit. Jagdpistole Silberfuchs in ganz in Grau, die lasse ich mal stecken hier. Das brauche da wirklich kein Mensch. Nö. Maximal zum Schreddern oder sowas. Oh, da haben wir halt hier durch, ne? Dann würde ich sagen, meine Freunde, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. Wen hast du denn da? Och, ist das ein kleiner Geier. Ja. Wollen wir rüberfliegen, ja, oder? Fette Geier. Ja, bin drin und ab die Post. Uff. Na dann packen wir hin. Kommt der jetzt bis hierher gelaufen? Wir hatten ja den angeschossen gerade eben. Kommt der oder geht der? Dieser Wolf. Ja, Scharfschützen hier wäre toll, da kannst du schlecht visieren auf die. Oh ja, da warten wir halt. So, das sollte relativ easy gehen hier, ne? Ja. Also, dass die Scharfschützen hier wäre, am Ende so durchziehen, hätte ich ohne gedacht. Ja, damit sind wir dann, wie gesagt, am Flughafen hier. Mal schauen. Irgendwas zu sehen hier. Da hinten sehe ich einen. Durch Zäune kann man wieder nicht durchschießen, wissen wir ja, ne? Ja. Liegt. Mit letzten Schuss ist jetzt WD fallen. Ja. Oben auf dem Turm. Liegt. Das sollte genau die erhöhte Position sein, die du brauchst.
Ja. Ich sehe schon. Hier hat man auf jeden Fall ordentlich. Da ist ein Fluggerät. Da sind mehrere Fluggeräte. Nachladen. Ich muss sagen, da habe ich definitiv einen Kopfschuss hingelegt. Aber da unten sind auf jeden Fall noch einige drin. Noch was hier drin, ja. Was ist denn jetzt? Brauchst du eventuell Hilfe? Nö, ist nur ein Seelenbrecher. Wasser. Hier vor uns, hinter bei den Wassertanks. Da ist ein Stürmer. Hinter dem Turm, siehst du den? Wo? Hinter dem Turm, da ist noch ein Elite-Grenadier mit 5-1. Nein, muss ich mir jetzt nachladen. Na komm. Ja, er kann ja auch nicht durch den Zaun schießen. Okay. Glücklicherweise. Ah, toll. Ne, an den kommen wir jetzt noch nicht ran, an den hier unten hinterm Zaun. Na komm, mein Besser, komm. Komm noch ein Stück. Oh, das waren auf jeden Fall Kopfschüsse, würde ich sagen. Ja. Hinten auf dem Feld steht noch ein Elite-Grenadier. Mit Raketenwerfer. Da kommt gleich noch so ein Scharfschützen-Idiot hinterhergerannt. Na bitte. Okay, also diese einfachen, die fallen instant mit dem Kopfschuss. Da kann aber auch weit gucken hier. Boff. Ah, da muss man jetzt ordentlich vorhalten. Ich muss da locker noch Körperlänge vorhalten. Schön synchron, ey. Sehr gut. Oh Mann, muss ja gerade im Moment laufen. Toll, Zaun. Ah, Bede, Bede weg. Da, der Flugplatz ist aber noch voll, ne? Das wirst du, ne? Ja. Ich will aber kämpfen. Die haben einen Kojoten auf der Landebahn. Na gut. Gut, Fallschaden habe ich rausgestellt gehabt, den hatte ich genau gelassen. Okay, dann heißt das jetzt. Bitter Wolf. Okay. Schön sagt er, schön sagt er. Ich sagte zu viel Kugelnfutters hier. Muss ich auch nicht sehen. Hä? Hm.
Meeresfrüchtesuppe. Der wollte gerade kuscheln kommen. Hab's gesehen. Bin da hinten, ne? Da hinten ist noch ein Elite-Grenadier, ne? Nachgeladen habe ich. Jetzt treffe ich. Und er liegt. Ui. Oh. Ja. Haben mich in der Luft erwischt. Danke. Wow, die halten aber doch ein bisschen was aus. Also es fehlt mit der roten Angriffsklare hier, das geht ordentlich. Ach, oben auf dem Turm, Elite-Grenadier. Ja, die sind aber auch hart gepanzert, die Kumpels. Liegt. Ich würde mir ja gerne eigentlich so einmal als Du meinst als Mitarbeiter 10, ja? Ja. Naja, ich sag mal, wenn du das Zeug dabei hast, könnte man das ja mal probieren. Müsste man aber halt einen übrig lassen erstmal. Die müsste man dann runterschießen, da mussten halt. Oh, großer Militärkoffer, was haben wir denn hier? Durchschussgewehrpatrone, kleine Durchschusspatrone für Fahrzeug. Aber was gefunden? Rauchgranate. Oh ja. Haufen Munition auf jeden Fall hier dabei. Na, was hast du hier schön? Köpfe. Ah, da ist nichts mehr drin. Nö. Ja, dann ist die Seite zumindest schon mal geklärt, oder? Wollen wir uns einen Fußsoldat holen oder hier so ein Elite? Elite wäre schon ganz cool, glaube ich, oder? Ja. Ich sag mal, so ein Fußsoldat, den hat ja jeder, weißt du? Der rennt ja gerade vor mir. So ein Fußsoldat. Den hat ja jeder. Laufforest. Da war ich schon. Ja, vor allem bei sowas braucht man ja, sobald das rote Zeichen dran ist, wie gesagt, diesen Störsender, den entsprechenden, ne? Ja. Ach, Emine. Was? Hier. Der war ja schon so ein guter. Da warst du schon. Deine Schrotflinte, welche Farbe hatte die? Lila. Okay, dann habe ich hier eine gelb. Eine gelb? Also ein Ticken besser, ja? Yep. Genau, also blau kommt dann definitiv ja, vor lila. Lila kommt dann entsprechend nach blau, ne? Und dann kommt gelb und dann zum Schluss kommt rot als maximale Ausbaustufe irgendwie. Genau. Böses Wolf.
Ach, große Explosivgranate. Ach, schau raus hier nochmal. Ja. So. Ja, mal das Sniper wechseln, Ist um hier was noch zu sehen. ein. Bräuchten, wenn dann noch einen Elite. Na, sag Wenn mal. wir. Also, was ich mal feststelle, wenn man steht, verzieht die Knarre ja richtig gewaltig, oder? Dazu muss er dann auch die Luft anhalten. Nee, ich hab das gerade gemerkt. Das Fadenkreuz war ja drauf aufs Ziel, hat aber trotzdem verzogen. Ja, deswegen muss Ja, er. Grenadier da vorne, ein 7000er. Ein Raketenwerfer. Gut, ich mach die Ablenkung oder wie machen wir das? Warte, wo hast du ihn? Ja, der ist hier hinten, der ist hier neben der Landebahn bei mir auf der Höhe. Ah, der da. Soll ich mich kümmern oder? Und wir müssen ihn auf jeden Fall aus der Basis rauslocken, weil das wird eine ganze Weile dauern. Naja, dann mache ich erstmal hinten diesen Kleinen. Der liegt. So, dann würde ich sagen, wir locken den da, den Ja. 7100er, locken wir raus. Ich würde sagen, hier hinten hin, ne, wo Ruhe ist erstmal. Ja. Jo, dann gebe ich ihm mal einen Fangschuss, damit er kommt. Alter, aua! Der war aber gut, dass ich geschützt bin. Achtung, der schmeißt schon mit Raketen. Ja, das macht er jetzt dann. Kommt er in deine Richtung? Er kommt in meine Richtung. Ich gebe noch einen. Achtung, er kommt in deine Richtung. Hat er noch. Achtung, er ist angreifbar. Was, ich sehe es nicht. Er ist. Du kannst nicht. Links mal. Ich renn gerade vor ihm her, dass er nicht schießen kann. Aua. Daneben. Okay. Er lädt nach. Ja, das kann man. Was will er überhaupt essen? Nein, nein, die habe ich wieder rausgenommen. Okay. Das siehst du oben, wenn du rechts oben in der Leiste. Lieblingsessen. Ach so. Genau. Grillfleisch, Grillfisch scharf. Grillfleisch. Da müsste ich gerne schnell nach Hause fliehen, wa? Ich hab ja einen dabei. Kann ja selber mal Ja, sehr einstellen. gut. So, das Sehr heißt, gut. du hältst den mal schnell bei Laune. Ich hoffe, du hast den noch dabei. Ich hatte fünf Fleisch dabei, also. Der hat jetzt Grillfleisch. gerade. Ja. Und du weißt, wenn ich sowas schon ansage mit wäre cool, wenn, bin ich doch auf sowas vorbereitet. Aber jetzt wollen wir mal gucken, wo ist unsere Basis? Die Richtung. B und E. Ach du Scheiße, das habe ich verschreckt. Ja, genau. Ich fliege jetzt einfach mal Richtung hier so ein Doppel-B. Das war doch mal eine Landung, ja. So.
So, dann packe ich ihm mal in der Ladung Bärchens rein, wa? Ja. Dann holen wir uns mal einen Elitekämpfer zum Genau, Team. guck mal, klick. Und wenn Klick. wir den mit, wenn wir den So. dann ausstatten, sogar, kann er sogar bei uns bei den Dungeon Raids helfen. Ich weiß gar nicht, sieht man jetzt eigentlich. Ach so, Gehorsam, 7%. Chaos ist er jetzt bei 2,8, also hat er noch eine Ladung. Hab gerade wieder voll gemacht. Ach so. Ja, Resonanz 97%, das ist ganz gut, glaube ich. Nein, das ist schlecht. Resonanz ist schlecht? Ach so, die Resonanz. Ach, Das ist die die Re Resonanz muss abnehmen, oder was? Ja, genau, dann geht das Taming schneller. Ah, okay. Na, ich habe diese ganzen Taming-Sachen hier bei The Front noch gar nicht verstanden so richtig. Ich habe mich damit noch nicht weiter auseinandergesetzt. Die könnte man jetzt weiter senken, indem man weiter Impulsstörsender da drauf schmeißt. Ah, okay, 95. Das scheint aber auch zu sinken jetzt in dem Moment, oder? Ja, weil noch der Impulsstörsender noch aktiv ist. Sinkt dann die Resonanz. Bremen auf dem Turm. %35. Also die Resonanz ist schon ordentlich. Schon gering. Okay. Na siehst du, wir haben es ja bald. Jo. Ich glaube, bis dann ist der Tag wieder vorbei. Ist ja schon wieder mittags hier. Oder 10 Uhr, 10 Uhr 4. Da die Zwiebel hier. Ja, wie gesagt, ich werde dann auf jeden Fall diesen ollen Pleiteguy da hinten auf dem Schild auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich sag mal, diese einzelnen Sachen hier, wie meine Terren und oder was looten, das lasse ich mal weg. Ja. Dann lasse ich dann hier die Einblendung hier bei 99% oder so. Du wolltest doch. Genau. Ja. Haben wir ja fast geschafft hier. Ja. Von diesen Impulsgranaten, also von den Impulsstörsendern, haben wir jetzt 11 Stück drauf gezimmert. Wir haben jetzt bei 98%. Ich würde sagen, den haben wir fertig. Na, ist das schon wieder was? Ja. Der liegt. 99. Gibio. Ich würde sagen, dann können wir den auf dem Weg nach Hause gleich noch ein bisschen trainieren. Ich würde sagen, du läufst vor und ich mit dem hinterher. Aber denk dran, du musst töten, weil er ist in deiner Gruppe, nicht in meiner. Ja. Das ist klar. Da hätten das schon wieder so ein dicker. Aha. Gleich, ja. Oh, hättest du kurz gewartet. So, jetzt ist er aufgestanden. Zack. Ja. So, Eigenschaften. Ha. Okay. Der hält sich von alleine, oder? Ich hab noch keine Ahnung mit den Dingern. So, Bären hat er drinnen, die er essen kann erstmal. So. So, der müsste mir automatisch folgen, ne? Ich wüsste ja nicht, gibt's da irgendwelche Befehle wie T, wie Pfeifen oder sowas? Das weiß ich nicht, aber mit F öffnest du das Befehlsrad. Also F gedrückt halten. Unterwerfen. Ja, das musst du machen. Das musst du jetzt noch machen. Alles klar, er steht parat. Alles klar. Jetzt ist er meiner. Guck, jetzt ist er Level 1. Ach je, 950 HP. Gefolge Verhaltensmanagement Set. Also mit dem kannst du mal nicht im Schlagquerfeld einspringen oder so. Nö. Aber wenn man die in der Hosentasche hat, verbrauchen die ja nicht schon fressen, wa? Mhm. Das sieht doch toll aus, der Kumpel hier. Ja. Musst du nur das Inventar leer machen. Naja. Aber jetzt brauche ich ja mal noch ein Screenie, ey.
Sieht doch toll aus. Mit seiner grünen Dings down. Mit seinem grünen Knopf. Ist das ein Anknopf oder ein Ausknopf? Bestimmt ein Ausknopf. Weil grün heißt ja immer aktiv, ne? Alles klar. Dann packen wir ihn mal ein, würde ich sagen. Also Inventar muss leer sein, ne? Seins. Ja, so Essen ist ja voll bei ihm. So, wie packe ich den jetzt ein? Lange F drücken und dann, ja, in den Rucksack. Gefolge zieht sich zurück. Genau. Und schon habe ich ihn in meinem Rucksack. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge mit einem Ausblick zum Mond. Ciao, bis zum nächsten Mal. Was Jo, wolltest du? Kannst dich tschö doch mit verabschieden, genau. Jo, tschö mit Ö.